In 25 Jahren wird die Automatisierungstechnik immer noch einen ganz wichtigen Platz in der Industrielandschaft Deutschlands einnehmen. Auch in 25 Jahren wird die Automatisierungstechnik noch ein wichtiges Thema in der Ausbildung sein, sowohl für industrielle als auch für viele andere Anwendungen. Ich denke, in 25 Jahren wird die Automatisierung ganz anders aussehen, so wie wir es uns heute noch gar nicht vorstellen können. Denn wer hätte vor 25 Jahren gedacht, dass wir heute alle mit WhatsApp kommunizieren? Das war damals unvorstellbar. Und wenn wir heute die Geschwindigkeit mit Industrie 4.0 und Internet sehen, können wir uns nicht vorstellen, was in 25 Jahren sein wird. In 25 Jahren wird die Automatisierungstechnik für die Maschinenbauer eine noch wichtigere Rolle spielen, als sie heute schon tut. Und entsprechend wird es auch in 25 Jahren extrem wichtig sein, eine Plattform wie beispielsweise die SPS IPC Drives mit einem entsprechenden Kongress dazu zu haben, um sich über die relevanten Themen auszutauschen. In 25 Jahren weiß ich nicht, was auf den Ständen alles sein wird, aber ich bin mir sicher, dass es Menschen geben wird, die sich unterhalten wollen, dann sehr interdisziplinär, aber nach wie vor auf der Suche nach Informationen und nach Austausch.